Dubai. Spektakuläre Hochhäuser, riesige Vergnügungsparks und Luxusmalls bis zum Abwinken. Und natürlich Influencer und Neureiche überall. Doch hinter der schillernden Fassade dieser hochmodernen Stadt der Superlative steckt eine düstere Realität, die nur wenige kennen. Wir wollen euch heute die schockierende Wahrheit über Dubai zeigen, über die Metropole, die aus dem Sand entstanden ist. Dabei geben wir euch Einblicke in eine Stadt, die über Leichen geht, und damit meinen wir nicht nur Menschen, sondern auch die Natur und Umwelt. Außerdem haben wir eine spannende Entführungsgeschichte einer echten Prinzessin für euch und zeigen euch einen der fragwürdigsten Männer der Welt. Also seid gespannt und bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal in Dubai gewesen seid und wie ihr die Stadt findet. Wir sind gespannt. Bevor wir zu den Schattenseiten von Dubai kommen, wollen wir kurz einen Blick auf die Geschichte der Metropole werfen. Wie bereits erwähnt, wurde Dubai quasi aus dem Nichts geschaffen. Denn aus einem kleinen Fischerdorf aus dem 19. Jahrhundert wurde eine Millionenmetropole hochgezogen, die durch ihre gute Lage am Persischen Golf das größte Handelszentrum Asiens geworden ist. Die Stadt, die zu den 7 Emiraten zählt, hat mit dem Burj Khalifa inzwischen nicht nur das höchste Gebäude der Welt, sondern auch die größte Mall, die höchste Wasserfontäne und so weiter. Dubai liebt es einfach zu gewinnen, und so zieht die City, in der man 0% Einkommenssteuer zahlt, auch die Schönen und Reichen an. Denn die arabische Stadt hat die höchste Dichte an Millionären. Unglaubliche 68.000 von ihnen leben hier. Auch immer mehr Influencer wie Simon Dessieu oder Familie Harrison strömen in die Metropole, in der es bis zu 40 Grad heiß wird. Tatsächlich genießen sie neben Steuerersparnissen auch noch weitere Vorteile und bekommen finanzielle und materielle Unterstützung, insbesondere wenn sie positive Stories über Dubai posten. Denn das Image der Luxusstadt fängt massiv an zu bröckeln. Fangen wir dazu mit der ersten kaum bekannten Schattenseite von Dubai an, nämlich dem unfassbaren Schaden, den Dubai und seine ganzen Bauprojekte für die Natur und die Umwelt verursachen. Tatsächlich beruhen nämlich die meisten Baugenehmigungen für Großprojekte in Dubai auf willkürlichen Entscheidungen des regierenden Herrschers von Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, und der nimmt es mit den Punkten Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit nicht ganz so genau. So ist eines der wohl schockierendsten Projekte der Bau der Palmeninseln. Insgesamt hat Dubai seit 2001 3 der Inseln künstlich konstruiert. Allerdings ist dabei nicht mal die erste, nämlich Palm Jumeirah, fertiggestellt worden. Doch das wohl absolut Schlimmste daran ist, die Inseln wurden auf riesigen Korallenriffen erbaut, wodurch man all das farbenfrohe Leben darin einfach lebendig unter Sand begraben hat. Außerdem haben große Tanker den Sand für die Aufschüttung der Inseln vom Meeresboden aufgesaugt, wodurch auch hier unzählige Meereslebewesen einfach vernichtet wurden. Dabei sind die Inseln lediglich als Protzbau entstanden, ohne aber wirklich durchdacht zu sein, wodurch beispielsweise das Meereswasser innerhalb der Palme eine äußerst schlechte Qualität hat, da es durch die Wellenbrecherinseln nicht mehr zirkulieren kann, also kurzum einfach abgestanden ist, stinkt und sogar gesundheitsgefährdend sein kann. Aber damit noch nicht genug, denn die Inseln drohen tatsächlich wieder völlig zu verschwinden. Tatsächlich sinkt die Sandaufschüttung jährlich um ganze 5 mm, wodurch das absurde Projekt früher oder später wieder ganz dem Meer gehören wird. Außerdem haben Wissenschaftler berechnet, dass durch den Anstieg des Meeresspiegels Dubai und damit auch seine Inseln irgendwann sowieso völlig unter Wasser stehen werden. Doch die künstlichen Inseln sind nur ein Teil der weiteren fragwürdigen Bauprojekte, die die Stadt umgesetzt hat. So ist zum Beispiel der Burj Khalifa nicht an das öffentliche Kanalisationssystem angeschlossen, wodurch ein äußerst übelriechendes Problem entsteht. Doch nicht nur der Tower, auch ganze Stadtteile haben keine richtige Kanalisation. Tatsächlich müssen deswegen Millionen von LKWs den in Tankbehältern aufgefangenen Unrat abpumpen und zu Kläranlagen außerhalb der Stadt fahren. Und weil das so unvorstellbar viel ist, hat die Stadt der Superlative auch hier einen Rekord aufgestellt, der allerdings nicht gerade beneidenswert ist, nämlich den der längsten andauernden LKW-Kette und täglichen kilometerlangen Staus.
Ein weiteres Problem dabei ist, dass die Fahrer stundenlang unterwegs sind, um lediglich eine Fuhre wegzufahren. Jedoch werden sie pro Fahrt und nicht pro Stunde bezahlt, wodurch teilweise unklar ist, wie viele der Fuhren wirklich in den vorgesehenen Kläranlagen landen, da viele Fahrer die Abfälle auch einfach in die Natur entladen. Doch auch das ist nur ein Puzzleteil der Umweltsünden, die Dubai täglich begeht. Wenn man die vielen Wolkenkratzer, die bis zu 12-spurigen Autobahnen und andere abstruse Ideen in der Summe sieht, ergibt sich nämlich ein weiterer trauriger Rekord. Denn tatsächlich hat die Stadt weltweit den größten ökologischen Fußabdruck. Dabei leben hier gerade mal 3 Millionen Menschen. Doch es gibt noch weitere Lebensbereiche, die wirklich eine erschreckende Sicht auf Dubai bieten. Denn schließlich müssen all die Gebäude und Bauprojekte auch von irgendwem umgesetzt werden. Dafür lockt die schillernde Stadt Migranten aus ganz Asien an. Allein aus Indien arbeiten hier 2 Millionen Menschen, die jedoch wenig von dem Luxus mitbekommen sollen. Denn sobald die Arbeiter aus dem Flieger steigen, müssen sie ihre Reisepässe an ihre Arbeitgeber abgeben. Dadurch verlieren sie nicht nur jegliche Rechte, sondern dürfen sich auch nur noch auf der Baustelle oder in ihren Quartieren aufhalten. Tatsächlich haben die Arbeiter meistens einen Arbeitstag von 12 Stunden unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen. Auch auf Arbeitssicherheiten wird nicht groß geachtet, wodurch jährlich mindestens 880 Menschen auf den Baustellen in Dubai ums Leben kommen. Wenn sich ein Arbeiter verletzt, muss er außerdem auch selbst für seine Genesung sorgen, das bedeutet, er muss Arztrechnungen selber zahlen. Allerdings beträgt das durchschnittliche Einkommen der Arbeiter gerade mal $260 im Monat, weswegen viele Arbeiter Kredite bei ihren Arbeitgebern aufnehmen müssen und viele Jahre für noch weniger Geld oder sogar umsonst arbeiten müssen, um die entstandenen Kosten wieder reinzuholen. Auch ihr Leben in den Arbeitervierteln könnte wohl in keinem größeren Unterschied zu den Luxus-Apartments der anderen Einwohner stehen. Tatsächlich leben die Arbeitsmigranten eingepfercht in heruntergekommenen Häusern und sind durch ihr weniges oder gar kein Gehalt auf Spenden von Außenstehenden angewiesen, weil sie sich nicht mal mehr zu essen leisten können. Zurück können sie zum einen wegen ihrer fehlenden Pässe nicht und zum anderen, weil sie kein Geld für den Rückflug haben. Zusammenfassend könnte man somit behaupten, dass Dubai auf den Schultern moderner Sklavenarbeit erbaut wurde. So sind auch Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International auf die schlechten Bedingungen aufmerksam geworden und haben sich eingeschaltet. Die erschreckende Konsequenz, die Dubai jedoch daraus gezogen hat, sie haben ganz einfach die Mitglieder der Organisation des Landes verwiesen, wodurch es mittlerweile keine einzige Menschenrechtsorganisation mehr in Dubai gibt. Auch die Strafen für Rechtsverstöße sind in Dubai übrigens viel höher als in anderen muslimischen Ländern. So gibt es Freiheits- und Folterstrafen, die in Dubai absolut alltäglich sind. Auch die Medien werden streng überwacht, ebenso die Nutzung der sozialen Medien. So enden regierungskritische Äußerungen oft im Gefängnis oder werden tatsächlich auch mit Peitschenhieben bestraft. Weitere Straftaten in dem Emirat sind Homosexualität, Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit oder das Zusammenleben von nicht verheirateten Paaren, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Doch Dubai verletzt nicht nur bei Ausländern sämtliche Menschenrechte. Auch in ihren eigenen Reihen kommt es immer wieder zu Folterungen, Freiheitsberaubungen und sogar tödlichen Strafen. Eine dieser Stories zeigt dabei vor allem, was für eine fragwürdige Person der Herrscher von Dubai, Muhammad bin Rashid Al Maktoum, ist, der wohl einer der Hauptverantwortlichen für die Zustände in Dubai ist. Gemeint ist das Schicksal seiner Tochter Latifa. Bereits im Alter von 17 Jahren versuchte diese nämlich erstmalig aus den Fängen ihres Vaters und ihrem unterdrückten Leben zu fliehen. Denn vor allem das Leben der Frauen im Palast ähnelt eher einem Leben in andauernder Gefangenschaft und Unterdrückung. Tatsächlich wurde Latifa bei ihrem ersten Fluchtversuch von den Männern ihres Vaters wieder eingefangen und daraufhin mehrfach über mehrere Stunden verprügelt, um danach wieder zurück in ihren goldenen Käfig zu kommen. Seitdem plante die mittlerweile 36-Jährige viele weitere Fluchtversuche, so auch im Jahr 2018. Mittels einer Videobotschaft, die um die Welt ging und 4 Millionen Mal angeklickt wurde, berichtete sie dabei von den grausamen Taten ihres Vaters, die er von seinen Bediensteten ausführen lässt, und bezeichnete ihn als das Böse in Person.
Außerdem erzählt er sie, dass ihr entweder die Flucht bald gelingen wird oder etwas sehr, sehr Schlimmes passieren wird und das womöglich das letzte Video von ihr sein könnte. Ein letztes Lebenszeichen hat man von der Scheicha 2019 durch ein geschmuggeltes Handy erhalten. Darin berichtete sie, dass der Palast für sie so umgebaut wurde, dass sie nicht nur keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben kann, sondern auch in völliger Dunkelheit leben muss. I'm in a villa. I'm a hostage and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. Tatsächlich wurden jedoch 2021 Fotos veröffentlicht, die Latifa in Spanien in Freiheit zeigten. Jedoch zweifeln viele an der Echtheit der Fotos, denn im Jahr 2000 verschwand schon mal eine Prinzessin aus Dubai, von der man daraufhin nie wieder ein Lebenszeichen hörte. Dubai ist also ein trauriges Beispiel dafür, was passiert, wenn Menschenrechte und Umweltschutz zugunsten weniger mächtiger und reicher Personen vollkommen missachtet werden. Aber auch abgesehen davon steht Dubai beispielhaft für viele fragwürdige Aspekte des modernen Kapitalismus. Zum Beispiel dem Streben nach mehr Luxus und materiellem Wohlstand, der Glorifizierung prominenter Personen und der Zensur kritischer Meinungen. Aber was haltet ihr von Dubai? Wie seht ihr die Stadt und ihre Machenschaften? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare und liked gerne dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert Wissenswert außerdem für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.